Herzlich willkommen bei einer weiteren Review. Heute habe ich das Lenovo Yoga 8 Tablet. Wir werden uns jetzt erst einmal wieder die Hardware kurz anschauen und dann die Software. Die Besonderheit bei diesem Tablet ist der eingebaute Ständer. Der ist echt genial. Damit kann man dann das Tablet auch wirklich auch für längere Filme verwenden oder wenn man im Internet surfen mag, ist es auch angenehmer. Und man kann ihn so verwenden zum Schreiben. Sehr nettes Feature. Man kann ihn natürlich auch wieder einklappen. Und da fällt uns jetzt auf, er hat hier eine unter Anführungszeichen extreme Verdickung. Hier ist der Akku eingebaut, was ihm auch wirklich eine extrem lange Akkulaufzeit gibt. Aber an sich, der Bildschirm selber ist schön dünn. Und wenn man den selber nicht einmal in Hand gehalten hat, kann man das gar nicht nachvollziehen. Es fühlt sich cool an. Man denkt vielleicht, dass er jetzt nach links kippen würde wegen dem höheren Gewicht, aber er hält gut in der Hand. Gut, schauen wir uns noch die weiteren Hardware-Sachen an. Wir haben wieder eine 3,5 mm Klinkenbuchse, ganz normal. Eine lauter-leise Taste. Dann findet man hier keine Tasten. Hier findet man eine Frontkamera für Videotelefonie und einen Standard-USB-Kabelanschluss zum Aufladen. Kleiner Hinweis: Sollte der Akku relativ leer sein, kann man schon mal eine ganze Nacht zum Aufladen planen. Hier hat der Einschaltknopf, beziehungsweise um den Bildschirm zu aktivieren. Der fühlt sich wirklich sehr schön an, wenn man ihn drückt. Ah ja. Der hat ein schönes haptisches Feedback. In der Front haben wir zwei Lautsprecher. Die geben auch einiges her für ein Tablet. Gut, schauen wir uns mal an, was Lenovo mit Android gemacht hat. Hier läuft aktuell die Version 4.4. An sich ist es fast ein Standard Google Android. Lenovo hat nicht viel geändert. Eins, was er gemacht hat, ist, es gibt jetzt keine Apps mehr in einem App-Menü. Es sind alle am Desktop. Was in Wirklichkeit relativ nervt, weil standardmäßig sind 1 Million Google-Applikationen installiert, die von uns wahrscheinlich eher keiner braucht. Die kann ich jetzt nicht einfach vom Desktop verbannen, sondern habe sie in Ordner strukturiert, dass sie mir nicht das ganze Tablet zumüllen. Was gibt es noch zum Sagen? Vorher schon mal kurz angesprochen, lange Akku-Aufladedauer, aber im Gegenzug gibt es natürlich auch extrem lange Akkulaufzeiten. Ich muss sagen, habe ich selber noch gar nicht erlebt beim Tablet. Ich hatte schon viele, aber das Ding hält. Wenn man ihn jetzt auch mal wirklich nicht jeden Tag benutzt, kann man schon mal 2 Wochen rausschlagen. Wenn man ihn intensiv nutzt, hätte ich gesagt, wenn man den ganzen Tag verwendet, schafft man es auch nicht, dass man den Akku auf 0% bringt. Wie gesagt, durch diese Dicke haben sie wirklich einen schönen großen Akku verbauen können. Vielleicht werden jetzt manche denken, oh, im Internet, es gibt ja schon ein Nachfolgemodell von dem. Das stimmt, den hatte ich auch. Hardwaremäßig ein bisschen besser, größere Auflösung. Hier haben wir nur HD. Neues Modell hat schon Full HD. Aber. Einen miserablen Akku, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das Ding, die neue Version, ist in 2 Tagen leer. Während der 2 Wochen durchhält, wenn man nichts tut. Andere Modelle nach 2 Tagen leer. Okay. Falls ihr denkt, wieso kann man Bildschirm so schön sehen? Ich habe hier eine Displayfolie drauf, damit es nicht so glänzt. Kann man besser sehen. Jetzt mag ich euch noch ein Feature zeigen, finde ich relativ cool von Lenovo. Und zwar gibt es die Möglichkeit, dass sich der Tablet automatisch ein- und ausschaltet. Das spart natürlich nochmal zusätzlich Akku und ihr seht, ich schalte ihn ein in der Früh und in der Nacht drehe ich ihn ab, weil ich ihn da sowieso nicht benutze. Spart mir Akku. Geniale Sache. Ansonsten gibt es eigentlich gar nicht mehr viel. Wir schauen uns YouTube an, wie das läuft. Funktioniert das ruckelfrei?
Schauen wir. Schauen wir mal schnell rein. Was haben wir für Qualität? Ja, 720p. Macht auch nicht mehr Sinn, mit 1080p zu streamen, weil das kann er eh nicht. Wir sehen relativ schön. Gibt es nichts zu meckern. Also performancemäßig Top-Tablet. Akkulaufzeit ewig. Wie gesagt, einfach genial. Mit dem Ständer macht das Ding auch richtig Spaß. Was hat er jetzt an Speicher? Wir haben hier 16 GB verbaut. Intern. Ist jetzt nicht gerade die Welt. Aber man kann natürlich mit MicroSD erweitern. Da ist der Slot hinten. Und wir können die Apps auf die SD-Karte verschieben, die sich verschieben lassen. Also auch mal zu einem Pluspunkt. Es gibt ja schon eine Menge Geräte, die das gar nicht mehr erlauben. Jetzt mag ich euch noch kurz zeigen, wie das Tablet unverspiegelt aussieht, einfach nur zum Vergleich und eine tolle Hülle zeigen. Also es gibt auch passende Hüllen für das Gerät. Und so sieht es dann unverspiegelt aus, ohne Displayfolie. Also es gibt auch Hüllen, auch wenn sie selten sind, weil die Form natürlich doch ungewöhnlich ist. Das hat nur Lenovo derzeit oder vielleicht auch für immer. Aber es gibt auch Zubehör, Gott sei Dank. Was für ein Resümee habe ich? Ich muss sagen, wie gesagt, ich hatte schon viele Tablets, egal was. Ich hatte ein Playbook von BlackBerry. Ich hatte jetzt schon kurz ein Dell Venue mit Windows 8. Ich hatte schon ein Nokia Tablet N810. Damals gab es das Wort Tablet noch gar nicht. Ich muss sagen, mit diesem Gerät bin ich bis jetzt zum zufriedensten. Ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Wieso? Die Performance stimmt und die Akkulaufzeit ist grenzgenial. Das Ding hält und hält und hält. Ich habe es jetzt schon ein paar Monate und vielleicht habe ich es 10-mal geladen, wenn überhaupt. Also wirklich eine klare Kaufempfehlung. Schaut, ob ihr es noch bekommt. Wie gesagt, es gibt schon Nachfolger, aber von denen würde ich sagen, Finger weg. Performance besser, aber Akkulaufzeit für den Arsch. Muss man leider so sagen. War wirklich enttäuscht von dem Gerät. Vom Nachfolger. Vielleicht wollt ihr noch schnell die Kamera sehen. Die ist natürlich wieder tabletmäßig nicht besonders. Ist halt einfach so. Tablets haben generell schlechte Kameras verbaut. Aber dafür sind sie auch in Wirklichkeit gar nicht da. Man will ja damit meistens surfen, Musik hören, irgendwelche Apps nutzen und nicht die Kamera. Die ist wirklich nicht besonders. Also wie gesagt, klare Kaufempfehlung. Hat auch die fast aktuellste Version 4.4. Ob es ein Update auf 5 gibt, wird sich zeigen. Ist jetzt aber vielleicht auch gar nicht nötig, weil momentan läuft wirklich alles schön smooth, wie man so schön sagt, oder geschmeidig. Also schnappt euch vielleicht das Tablet und schaut es euch an. Es wird euch wirklich Spaß machen. Wie gesagt, 4.42 läuft. Die Modellbezeichnung heißt B6000F. Ich habe hier die nicht 3G-Version. Nachdem ich das Tablet eh nicht unterwegs nutze, dort habe ich das Handy, braucht man auch keinen 3G-Anschluss. Denn eine SIM-Karte, aktive SIM-Karte, verbraucht natürlich extrem viel Strom. Und benutzt man zu Hause, macht das natürlich keinen Sinn. Gut, ich hoffe, ich konnte euch kurz einen Einblick geben.